So, willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play, die Reeperbahn-Simulation. Ja, wir kämpfen ja pro Folge mittlerweile zweimal gegen den Seiden-Eddy. Da holen wir uns auch die Erfahrung bis zum Ende, bevor wir gegen diesen Glatzen-Hans antreten. Auf jeden Fall. Was machen wir in der Folge? Wir gucken mal kurz auf die Immobilienanteile. Ja, weil hier ist ja wieder einer abgesprungen. Das ist schon mal eine gute Sache. Das heißt, oh, wir werden sabotiert. Den konnten wir aber abwenden, den Sabotageakt. Also hier können wir wieder einen Anteil kaufen. Das heißt, da fehlen uns noch drei Stück. Dann denke ich, werden wir das Ding komplett übernehmen. Also dass wir dann da auch Manager oder Geschäftsführer oder wie immer das man nennt, davon sind. Wir werden ja noch deutlich mehr Kohle reinkriegen. Bei Regina können wir auch einen Anteil kaufen. Dann holen wir da auch noch mehr rein. Wir kriegen ja gleich auch noch um 6 Uhr nochmal Kohle rein. Kommt noch hinzu, ne? Muss man ja auch noch erwähnen. Ich glaube, hier müssen wir jetzt aufpassen, weil das Golden Stiletto ist jetzt auch nur noch. Genau, nur noch diesen Tag sabotiert. Das heißt, am nächsten Tag müssen wir da auch dafür sorgen. Dass wir das wieder alles verkaufen, das übliche Prozedere. Ja, man ist hier zunehmend mehr mit Immobilien und zunehmend weniger mit seiner Piepshow beschäftigt, aber das ist in Ordnung, weil es geht darum, hier Geld reinzuholen. Wo können wir denn jetzt mal noch investieren? Wir könnten uns zum Beispiel jetzt anfangen, im Gloria-Palast einzukaufen. Bei Regina gehört uns schon die Hälfte. Dann gehen wir in Gloria Palast rein mit dem ersten Anteil. Weil das wird auch viel bringen. Also da werden wir auch. Jetzt sind wir dadurch auf über 8000 Immobilienmieten schon gestiegen. 8000 D-Mark, die wir an Immobilienmieten rausholen. Also das ist schon einiges, was wir da kriegen. Und was wir auch machen können, wir können nochmal eine Party planen. Ich bin ja dafür, dass wir das jetzt echt regelmäßig machen. Vielleicht echt einmal pro Folge, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Das zieht die Leute auf uns. Eine Dark Knight mal wieder, die wir geplant haben. Ja. Haben wir nur noch 2000 zur Verfügung. Das wird alles kein Problem. Vor allem machen wir ja auch so viel Plus am Tag, das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, wir warten jetzt wieder nur auf den Kampf gegen Seiden-Eddy. Ich würde echt mal gerne sehen, dass unsere Besucherstatistiken steigen. Hier haben wir angefangen zu sabotieren. Da dachte ich, boah, krass, 98 Leute. Also sabotieren die anderen von uns. Und jetzt müssen wir damit klarkommen, dass unsere Besucherstatistiken irgendwie schwankend sind. Warum auch immer. Vielleicht müssen wir noch die Mona noch mehr auf, die Mona mal bei uns auf der Seite ziehen. Die Specials sind ja total schwankend. Das ist nicht schlecht. Nee, also. Jetzt heißt es hier einfach nur warten. Auf den nächsten Kampf gegen Seiden-Eddy. Und da ja auch immer erst um 12 Uhr diese Karte hier aktualisiert wird, passiert alles Interessante erst wirklich immer um 12 Uhr. Dann werden wir sehen, welche Anteile noch frei sind. Wir werden um 12 Uhr auf jeden Fall uns mit dem Golden Stiletto danach noch beschäftigen. Ja. Das sind unsere Ziele und unser aktueller Stand ist 48 von 100, das heißt, uns fehlen noch 27 Anteile, dann haben wir wieder das nächste Spielziel erreicht. Und das ist nicht mehr so viel, also das meiner Meinung nach holen wir das recht schnell rein, ja. Allein schon durch Regina, durch die Kiezbauerei, durch das Gloria, da wird schon einiges zusammenkommen jetzt noch an den Anteilen. Ja, aber 23 Uhr und 23 Uhr, wisst ihr, bedeutet kämpfen gegen Eddie. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt der vierte, fünfte Fight? Müsste der fünfte schon sein. So, direkt drauf.
andere, dieser Glatzenhans oder wie der hieß, der wird natürlich was ganz anderes sein vom Kaliber her. Davon gehe ich aus. So. Aber ich will den Seiden-Eddy erstmal komplett besiegen. Die Erfahrung soll da ganz oben sein. Das war jetzt auch schon der, nicht der vierte, fünfte. Das war noch viel krasser. Und jetzt wieder den nächsten Kampf schon mal ansetzen. Noch bevor die Folge endet. So. So, jetzt zahlt das Golden Stiletto nicht. Nicht mehr. Das heißt, wir gehen los zum Golden Stiletto. Vor allem, wie oft ich mich jetzt gerade verklickt hat, das war witzig. So, wir gehen zum Golden Stiletto und verkaufen jetzt jeden unserer Anteile, die wir hier geholt haben. Und das wird uns ordentlich was reinbringen. Da lacht er euch gleich kaputt, wie viel Kohle ich gleich haben werde. So, ich besitze 82.000. Jetzt sabotiere ich den Laden. Wieder. So, coole Mucke. Und jetzt kostet da ein Anteil, der vorher 7.000 gekostet hat. Ja, nur noch 5.320. Jetzt kaufe ich das alles wieder. Es ist einfach nur schön. Ich habe jetzt 20.000 zur Verfügung und es ist noch nicht mal 6 Uhr morgens. Ich kann noch kurz das Schutzgeld wieder hier ansetzen. Höhe von 900. Gehe wieder zu den Landungsbrücken. Heute ist wieder einiges los. Wir haben ja auch eine Party geplant. Ne, wir haben keine Party geplant. Wir hatten eine Party geplant. Wir planen eine Party. Wir machen schon ein paar, die Darknet hatten wir. Dann machen wir jetzt die Pokernacht wieder. Also wie ihr seht, schaffe ich jetzt so 2 Tage pro Folge. Ich denke, das ist auch ganz human und ganz angenehm. Und jetzt können wir wieder auf die Immobilienkarte gucken. Mit 22.000 im Gepäck kann man was machen. So, und da werden wir jetzt auf jeden Fall hier bei der Brauerei zuschlagen. Wir sind kurz davor, dass die komplett... Oh, jetzt werden wir sabotiert. Nicht schlimm, abgewendet. Kurz davor, das Ding einzunehmen. Also ein Anteil fehlt uns noch, dann sind wir da Besitzer. Ach, was mache ich denn? Büro, Immobilienkarte. Und jetzt gucken wir mal weiter, was wir noch haben. Da sehe ich, Regina ist was frei. Da gehen wir natürlich auch hin. Schon bei 8.500. Und was ich noch gesehen hatte gerade, war, dass beim Gloria was noch frei ist. Da gehen wir natürlich auch hin und holen uns einen Anteil. Warum auch nicht? Dann haben wir noch 6.000 über. Und die benutzen wir für unseren eigenen Spaß. Ja, es läuft. Also kann man nicht anders sagen. Die Kohle kommt jetzt in ganz großen Stil rein. Jetzt haben wir erstmal wieder 30 Tage Ruhe mit dem Schutzgeld. Darum müssen wir uns nicht kümmern, da können wir aber andererseits auch keinen Gewinn machen. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, wieder ist rein durch unsere Piepshow und durch unsere Immobilien. Aber da sind wir auf einem ganz guten Weg, denke ich mal. Spätestens in der nächsten Folge werden wir eigentlich auch die Kiezbrauerei besitzen. Ich weiß gar nicht, ob man nicht jetzt schon dahin gehen kann, weil man irgendwie mehr Anteile hat oder so. Leider nicht. Man klickt sich hier nur die Finger unnötig wund. Das heißt, das nächste, was hier noch in der Folge kommt, ist der Kampf gegen Seiden-Eddy. Wieder mal. 51 Anteile. Es geht straight forward. Gleich kommt auch noch die Party wieder. Wie sieht es denn aus mit unseren Besuchern? Die steigen mal wieder leicht. Showkabinen, Videokabinen, das hat sich jetzt alles recht hoch eingependelt. Die Specials gehen mal wieder hoch, das ist schön. Ja. Also läuft soweit.
kann man anders nicht sagen. Ich werde vermutlich zwei der Spielziele in den nächsten Folgen auf jeden Fall schaffen. Ob wir dann überhaupt 100 Folgen hinkriegen? Ich habe ja gedacht, ich schaffe 100 Folgen bei Reeperbahn, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass wir alle Ziele vor der 100. Folge schaffen werden. Dafür machen wir einfach schon jetzt schon viel zu viel Kohle. Und jetzt geht's gegen Seiden-Eddy wieder. Der nächste Kampf steht an. Oh, ich habe physisch zu spät gedrückt, ey. Ja, also falls euch das auch so langweilig erscheint, es ist genauso langweilig, wie es aussieht. Es passiert einfach wirklich nichts. Wow. Und der Typ ist besiegt. Ja. Und wir gehen auf 23 Uhr zu. Das heißt für mich, 24 Uhr. Das heißt für mich abspeichern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play, die Reeperbahn-Simulation. Macht's gut und bis dahin.